Jesus spricht über den Tod eines geliebten Menschen, Trost und das kommende Leben. 18. September 2015. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann: Es gibt viele um euch herum, die leiden, und ich wünsche mir, dass ihr aufmerksamer seid, mehr eingestimmt und eifriger, sie mit euren Gebeten zu berühren. Durch Leiden beweist ihr eure Liebe zu mir. Und es ist im Leiden, wo ich euch die auserlesensten Trauben des Weinstocks bringe, um euch zu trösten und aufzumuntern. All meine Kinder leiden, aber nicht alle enthüllen diese Leiden gegenüber anderen und erzählen, was sie durchleben. Das ist der Grund, warum ich euch bitte, wachsam und aufmerksam zu sein, indem ihr ihrem Herzschlag zuhört und über das Offensichtliche in ihrem Leben hinausblickt. Dafür müsst ihr losgelöst sein von dem, was in eurem Leben vor sich geht, bis zum Punkt, wo ihr euch wirklich auf andere einstimmen könnt. Hört auf das Flüstern meines Geistes, wenn ich euch darauf hinweise. Dies ist eine leidende Seele. Sie braucht eine Berührung von mir. O Herr, ich sehe mich selbst als blind und taub, wenn es um andere geht. Bitte ändere mich, bitte mache mich empfindsamer für ihre Anliegen anstelle von meinen. Und dies ist wirklich wahr. Ich gehe einkaufen, mache Botengänge und bin so gefangen in dem, was ich tue, dass ich überhaupt nicht über geistige Dinge nachdenke und was Menschen um mich herum durchmachen. Könnt ihr für mich beten? Denn ich bin sehr schwer von Begriff, was die Menschen um mich herum betrifft, wenn ich mit etwas beschäftigt bin. Dies ist ein gutes Gebet für alle von euch, meine Bräute. In eurer fieberhaften Suche nach Zeichen für mein Kommen zieht ihr oft an Seelen vorbei, die ich zu euch gesandt habe, damit ihr ihnen dienen könnt. Wenn ihr gefangen seid in euren eigenen Absichten, neigt ihr dazu, alle und alles zu übersehen, was nicht mit euren Vorhaben übereinstimmt. In der Welt ist dies akzeptabel, im Geistigen ist es ein ernster Fehler. Betet, dass ich euch mit größerer Empfindsamkeit ausstatte, gegenüber jenen um euch herum, besonders für jene, die leiden. In jenen Zeiten, wo Seelen leiden, sind sie am biegsamsten und lernfähigsten. In jenen Zeiten stellen sie die wichtigen Fragen und sind bereit, die Bedeutung ihres Lebens ein wenig tiefgründiger zu betrachten. Der Tod ist etwas, das den Ist-Zustand unterbricht und die Kürze des Lebens in den Vordergrund rückt und die Tatsache, dass ich euer Leben jeden Augenblick von euch fordern könnte. Diese lernfähigen Momente sind oft Wendepunkte in den Leben der anderen. Sie rütteln euch auf für die tiefere Bedeutung eures Lebens und lassen Fragen aufkommen wie: Was, wenn ich das wäre in jenem Sarg? Hätte ich alles getan, wozu ich gerufen war? Würde Jesus zu mir sagen: Gut gemacht, trete ein in die Freude deines Meisters? Solche Fragen sind der Anfang einer tieferen Verwandlung und eine Möglichkeit, an Weisheit und Gnade zuzunehmen. Ich sage das nicht über den unmittelbaren Augenblick, aber jene Momente in den geheimnisvollen Stunden der Nacht, die der Morgendämmerung vorangehen, wo es keinen Widerstand gibt und das Herz entblößt ist. Ich besuche meine Diener in diesen Stunden, um ihnen Frieden und Trost zu bringen, genauso wie herausfordernde Fragen. Ist dies alles, wozu mein Leben bestimmt war? Oder gibt es etwas mehr für mich zu tun?
Der Trennungsschmerz ist etwas, worüber ich auch weine. Zu jenen Zeiten ist alles, was ich tun kann, meine tröstenden Arme um euch zu legen und euch meine Treue zuzusichern, dass ihr eure Lieben wiedersehen werdet. Und wenn ihr sie wiederseht, werden sie jung sein und lächeln. Sie werden glücklich und erfüllt sein und hell leuchten, wie es niemals auf Erden gesehen wurde. Wie es in 1. Thessalonicher 4, 16 bis 18 geschrieben steht: Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, mit einem Ruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Trompete Gottes. Und die Toten in Christus werden zuerst aufsteigen. Dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken, um den Herrn in der Luft zu treffen. Und so werden wir immer bei dem Herrn sein. Ermutigt einander mit diesen Worten. Geliebte Bräute, bald, ja sehr bald, werdet ihr auch Seite an Seite stehen mit jenen, denen ihr auf dieser Erde Lebewohl sagen musstet. Ja, ihr werdet mit jenen entrückt werden, die eure Verwandten waren. Ihr werdet sie in der Luft treffen. Wie wunderbar, wie herrlich, wie tröstend für jene von euch, die trauern. In Johannes 14, 1 und 2 steht: Lasst eure Herzen nicht beunruhigen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um für euch einen Ort vorzubereiten. An diesem Ort werdet ihr wieder lachen und mit euren Lieben spielen, die euch vorangegangen sind. Ihr werdet jubeln und jauchzen in dem Heiligen und euch über alles freuen, was für euch in diesem Reich vorbereitet wurde. Und alles wird eurem Geschmack entsprechen, genau wie es euch am besten gefallen hat auf dieser Erde. Das wird der Ort sein, den ich für euch im Himmel vorbereite. Ihr werdet zusammen picknicken, zusammen entdecken und die gegenseitigen Wohnorte besuchen. Und das Beste von allem, für alle Ewigkeit zusammen sein. Ja, da wird es Lernen, Spielen, Studieren, Erholung und Kreativität geben. Und alles wird ziemlich natürlich vor sich gehen mit eurem verherrlichten Körper. Und die wunderbaren Positionen, die ich für euch im Himmel habe, die wunderbare Arbeit, die ihr mit anderen tun werdet, die gleiche Gesinnung und das gleiche Herz haben. Keine Missverständnisse, Konkurrenz, Eifersucht und dergleichen mehr. Alle arbeiten hier zur Erbauung ihres Bruders und ihrer Schwester. Vielmehr als mit kalter Gleichgültigkeit werdet ihr mit herzerwärmender Liebe und Akzeptanz begrüßt und alles, woran ihr eure Hand legt, wird gelobt und ermutigt werden. Schaut, im Himmel gibt es keine Eifersucht oder Ignoranz, nur Freude und Bestätigung. Alle Materialien und Ausrüstungen werden euch zur Verfügung stehen und es wird an nichts fehlen. Ihr werdet die Leichtigkeit und Herrlichkeit des Lebens im Himmel lieben. Wenn es Zeit ist für die Anbetung, werden eure Herzen zu einem lodernden Feuer angefacht werden, das niemand löschen kann. Und was noch geheilt werden muss, wird geheilt durch die atemberaubende Kraft Gottes. Niemals wieder werdet ihr kämpfen, klagen oder trauern. Alles wird zu euch kommen, genauso wie ihr es wünscht, denn alles wird von der Herrlichkeit Gottes erfüllt sein. Und niemandem wird irgendetwas fehlen. Dies ist die höchste Glückseligkeit des Himmels. Seid also getrost und ermutigt.
Euer Aufenthalt auf dieser Erde ist fast zu Ende und bald werdet ihr mit jenen vereint sein, die von euch genommen wurden in diesem Leben. Da gibt es einen Picknickkorb mit eurem Familiennamen darauf, eine riesige Eiche auf einer saftigen Wiese, voller Blumen und grünem Gras, mit ausgebreiteten Decken und all eure Verwandten und Tiere warten dort auf euch. Tröstet einander mit diesen Gedanken, Geliebte, denn ich komme bald.